Hier ist Kate Lockwell für UNN. Die Königin der Klingen persönlich wurde vor kurzem auf Tyrador gesehen. Dr. Emil Narut, Leiter der berühmten Möbius Foundation, hatte ein Aufeinandertreffen mit der Alienkönigin, steht aber für einen Kommentar nicht zur Verfügung. In einer Erklärung sprach Dr. Narut Rainers Raiders den Erfolg zu, die Königin der Klingen vom Erreichen ihres Ziels. Kate, es tut mir leid, hier unterbrechen zu müssen, aber wir haben eine Einmeldung hereinbekommen. Anscheinend schalten wir zur Werbung. Bitte. Welcher Geist spukt in Ihrem Heim? Es könnte Ihr begabter Nachwuchs sein. Registrieren Sie Ihr Kind noch heute beim SIMOPS. Das ist das Gesetz. Das ist Ihre Pflicht. Diese Artefakte gefallen mir nicht. Mit Mechanik kann ich was anfangen. Mit Waffen erst recht, aber diese Artefakte, als wären sie irgendwie magisch. Guten Tag, Sir. Alle verfügbaren Missionen sind bereit zur Durchsicht und stehen Ihnen auf der Sternenkarte zur Verfügung. Matt, ich... Scheiße, einfach nur danke, okay? Ich habe über Tyrador nachgedacht. Es gibt sicher bessere Möglichkeiten, schnelles Geld zu machen, als sich kopfüber in eine Alien-Invasion zu stürzen. Wenn es dir zu haarig wird, denk einfach ans Geld. Ich werd's versuchen, Kumpel. Ich werd's versuchen. Möbius hat sich wieder neu eingerichtet, nachdem die Zerg sie von ihrem alten Sitz verjagt haben. Sie haben wohl auch den Standort von einem weiteren Artefakt ausgemacht, auf einem netten kleinen Planeten namens Typhon. Da ist er, der Planet Typhon. Sieht gar nicht so übel aus. Ja, die Sensoren zeigen an, dass... Moment, was zum... Der Energieausstoß des Sterns ist gerade um 500% in die Höhe geschossen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Immer langsam, Matt. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass der Stern in wenigen Stunden zur Nova wird. Und in der Zwischenzeit wird der Planet von Feuerwellen heimgesucht. Feuer. Warum muss es bloß immer Feuer sein? Die gute Neuigkeit ist, dass es auf dem Planeten bereits ausreichende Versorgung gibt. Also werden wir keine Versorgungsdepots bauen müssen. Na, wenigstens etwas. Also, wo ist unser Artefakt? Genau da. Mitten zwischen all den Protoss. Unsere mobilen Gebäude können wir einfach verlegen, bevor das Feuer kommt. Alles andere werden wir wiederverwerten müssen. Du willst doch nicht ernsthaft da runter? Komm schon, Partner. Wir haben noch Stunden, bevor diese Sonne explodiert. Dann lass uns das Artefakt schnappen und verschwinden, bevor deine Königin der Klingen hier auftaucht und nach dem Ding sucht.
hoffe, du hast an deine Sonnencreme gedacht, Cowboy. Nicht jetzt, Sworn. Beruhig dich, Heißsporn. Ich hab da was Nützliches für dich. Banshees. Diese Babys können Bodentruppen die Hölle heiß machen. Und tarnen können sie sich auch. Du wirst sie lieben. Geht klar. Schön erledigt. Hey, Vorsicht mit diesen Protoss-Kanonen. Sie können sogar Banshees aufspüren, die getarnt sind. Waffen bereit. Gute Arbeit. Lasst uns die Basis hochziehen und dann das Artefakt einsammeln. Was liegt an? Nicht genügend von der Reihe. Melde mich zurück. Bin gleich da. Warnung, Feuerwelle nähert sich. Empfange Übertragung. James Rayner, wir haben euch erwartet. Jetzt werdet ihr dafür zahlen, unsere Heiligtümer entweiht zu haben. Verflucht. Nicht schon wieder diese Tal'Darim-Typen. Die sollten endlich lernen, wann es Zeit ist, aufzugeben. Nicht genug Vespingas. Nicht genügend Mineralien. Auf Empfang. In Ordnung. Mineralienfeld. Maschinenhaufen. Wird gemacht. Roger. Volle Kraft. Bin ganz Ohr. Worauf soll ich ballern? Kommt noch was? Nicht genügend Mineralien. Melde Bereitschaft. Bestätigt. Tarnmodus an. Schon erledigt. Waffen bereit. Verstanden. Kein Problem. Bin unterwegs. Gut. Laut und... Ich höre, Commander. Koordinaten übermitteln. Zielvektor erfasst. Maximaler Schub. Dann lass uns mal loslegen. Jetzt wird geplündert. Nicht genügend Mineralien. Das gefällt mir. Bin für die Schlacht geboren. Transformationssysteme optimiert. Machine.
Lasst uns mal loslegen. In Ordnung. Muss ich hier alles... Auf Empfang. Gut. Mineralienfeld erschöpft. Diese Taldarin-Basis liegt strategisch sehr günstig. Wir müssen sie nur vertreiben und sie für uns in Besitz nehmen. Roger. Mayday! Mayday! Ist gemacht. Bestätigt. Der Taldarin-Posten im Osten wäre eine exzellente Basis. Wir müssten sie nun vertreiben und ihn für uns in Besitz nehmen. Verstanden. Wichtiert? Durchgeladen und entsichert. Die Taldarin-Basis ist geräumt. Das sollte uns ein bisschen Ellbogenfreiheit verschaffen. Das Opfer unserer Krieger war nicht vergebens. Wir werden uns mit Freuden in den Tod stürzen, um euch zu vernichten. Dann lasst uns mal loslegen. Kann's kaum noch. Nicht genügend Mineralien. Yeah.
echte Neuigkeiten? Was nicht passt, wird passend gemacht. Aha. Auf Empfang. Sicher doch. Wird gemacht. Melde mich zurück. Geht klar. Erschöpft. Nicht genügend Mineralien. Geht klar. Waffen bereit. Kein Problem. Bin unterwegs. Wird gemacht. Kraft. Roger. Nicht genügend Mineralien. Was ist hier? Gefragt!
Nicht genügend Mineralien. Transformationssysteme optimiert. Laut und deutlich. Bereit für dich. Auf Empfang. Roger. Bestätigt. Worauf soll ich fahren?
das Artefakt ist gesichert. Aufsatteln, Leute, wir verschwinden von hier. Wir werden euch bis ans Ende des Universums verfolgen, James Raymar. 1000 Tode können euer frevelhaftes Sakrileg nicht aufwiegen. Sir, wir haben die Treffpunktkoordinaten erreicht. Niemand in Sicht. Das Möbius-Schiff scheint noch nicht hier zu sein. Seltsam. Das sieht denen gar nicht ähnlich. Sir, Ligaschiffe im Anflug. Sie werden von Mengsk Flaggschiff angeführt. Ich will verdammt sein. Ihre Schilde sind noch unten. Gefällt mir gar nicht. Matt, bring uns längsseits und bereite das Andocken vor. Commander, das ist keine kluge Entscheidung. Du wolltest doch eine Revolution, Junge. Da hast du sie. Mein Vater hier vergebens, Commander. Ich bin Valerian Mengsk. Und die Möbius Foundation gehört mir. Und damit auch Sie. Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle abzuknallen. Weil ich Ihnen bieten kann, was Sie schon immer wollten. Die Chance, Sarah Kerrigan zu retten. Die Artefaktfragmente, die Sie gesammelt haben, stammen von den Xel'Naga. Ich kann mit Ihrer Hilfe ein Gerät konstruieren, das die Verseuchung umkehren wird, durch die Kerrigan in die Königin der Klingen verwandelt wurde. Nicht ich, Commander. Sie sind der Einzige, der ihr je nahe gekommen ist und das überlebt hat. Sie kennen Ihre Taktiken und Strategien. Ich weiß, dass sie einfach alles tun würden, um sie zurückzubringen. Sie werden auf diesen Vorschlag von Valerian doch nicht allen Ernstes eingehen. Hört sich für mich nach dem perfekten Deal an, Jimmy. Kerrigan wird wieder menschlich, bekommt eine Kugel zwischen die Augen, du kannst deine Vergangenheit endlich begraben und bekommst dazu noch deine Abrechnung. Abwarten, Tychus. Char anzugreifen ist purer Selbstmord. Du würdest unser aller Leben aufs Spiel setzen, nur um deine Freundin wieder zurückzubekommen? Das hier ist wichtiger als wir alle, Matt. Es geht hier nicht um mich. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir je bekommen werden. Und ich werde sie ergreifen. Also, was soll's jetzt sein, Jimmy? Bringen wir Kerrigan zurück oder setzen wir sie bei? Das ist allein meine Entscheidung. Ihr beide habt einige Vorbereitungen zu treffen. Fangt an.